Deutschland hat von Anfang an die Entscheidung unterstützt, dass Georgien eine Perspektive für die Europäische Unionsmitgliedschaft bekommt. Und deshalb ist es für uns ein wichtiges Datum gewesen, dass Georgien im Dezember den Kandidatenstatus anerkannt bekommen hat von der Europäischen Union. Und nun geht es darum, diesen Prozess so zu organisieren, dass Stück für Stück all die Kriterien, die für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union erforderlich sind, vorangebracht wird. Da geht es um den ganzen rechtlichen Rahmen, die wirtschaftlichen Regelungen, die damit verbunden sind, aber natürlich auch um Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir wissen, und das ist natürlich sehr erfreulich, dass dies nicht nur ein Vorhaben der Regierung ist, sondern dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union auch ein großes Anliegen der Bürgerinnen und Bürger Georgiens ist. Es gibt Umfragen, wonach das eine überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aktiv unterstützt und alles dafür tun will, dass dieser Prozess auch erfolgreich vorankommt. Wir freuen uns auch deshalb, weil natürlich in diesen Zeiten das Bekenntnis zu den europäischen Werten ganz besonders wichtig ist und das auch für die Europäische Union selber eine gute Bedeutung hat. Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir aber dann auch in dieser Situation immer über die Probleme sprechen. Deshalb will ich noch mal sagen, wir waren kritisch, wie auch die gesamte Europäische Union im Hinblick auf das Gesetz in Bezug auf Organisationen mit ausländischem Einfluss. Und hatten, nachdem das gestoppt war, sehr gehofft, dass das nicht wieder zustande kommt. Nun gibt es ein neues Gesetzgebungsvorhaben in die gleiche Richtung. Unsere Kritik bleibt die gleiche wie das letzte Mal. Und wir hoffen, dass auch dieses Gesetz jetzt nicht so beschlossen wird, sondern dass unverändert sich orientiert wird, auch an den kritischen Äußerungen, die von uns und von anderen dazu gemacht worden sind. Wir glauben, dass es solche Gesetze nicht braucht. In unserem Gespräch habe ich deshalb auch noch mal auf die Bedeutung der Zivilgesellschaft und des Miteinanders von Regierungen und Oppositionen hingewiesen, die für eine gesellschaftlich friedliche Entwicklung von großer Bedeutung sind. Wir sind froh, wie gesagt, dass viele Reformen auf den Weg gekommen sind, die jetzt auch konsequent weiterverfolgt werden müssen im Bereich der Justiz, der parlamentarischen Kontrolle der Institutionen und auch im Zusammenhang mit dem Umgang mit Oligarchen. Das sind Kriterien, die für Europa von größter Bedeutung sind. Auch die Parlamentswahlen, die jetzt stattfinden, sind deshalb sehr wichtig. Es ist wichtig, dass von ihnen ein Signal ausgeht, dass sie frei und fair sind und dass das deshalb auch eine Grundlage ist für den weiteren Prozess, der jetzt eröffnet worden ist mit dem Kandidatenstatus. Deutschland bleibt ein zuverlässiger Partner an der Seite unserer georgischen Freunde und wir werden den Weg in Richtung Europäische Union weiter unterstützen. Wir wissen, Russland ist unverändert dabei, seine imperialistischen Pläne voranzutreiben. Das gilt nicht nur im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern wir sollten nicht vergessen, auch Georgien selbst ist seit 2008 Opfer russischer Aggression. Teile Georgiens sind völkerrechtswidrig unter russischer Kontrolle. Und gerade deshalb ist es für uns wichtig, dass wir klare Standpunkte vertreten. Wir akzeptieren dieses nicht und deshalb unterstützt Deutschland unverändert die Souveränität und territoriale Integrität Georgiens innerhalb der international anerkannten Grenzen. Und wir unterstützen auch weiter die EU-Überwachungsmission für die Deutschland einen großen personellen Beitrag leistet. Ich bin auch froh, dass wir deshalb nicht zufällig, aber eben doch bemerkenswerterweise gemeinsam den russischen Angriffskrieg verurteilen und alles dafür tun, dass die Sanktionen, die wir verhängt haben, in der Europäischen Union nicht umgangen werden. Wie gesagt, schönen Dank für den Besuch. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, es ist eine große Freude für mich, hier in Berlin zu sein und als Ministerpräsident Georgiens Deutschland besuchen zu dürfen. Herr Bundeskanzler, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Einladung und für Ihre Gastfreundschaft bedanken.
In den 90er Jahren hat Deutschland eine ganz besondere und ganz wichtige Rolle bei der Wiederherstellung und Entwicklung der georgischen Staatlichkeit gespielt. Die Georgier, die dank deutscher Unterstützung ihre Ausbildung in Deutschland vertieft haben, spielen eine ganz wichtige und besondere Rolle in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, aber auch in der georgischen Politik. Sowohl ich als auch der Parlamentspräsident, der Justizminister, der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Parlament und viele andere Regierungspolitiker haben in Deutschland studiert und promoviert. Wir haben in Deutschland gelernt, dass die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Staatssouveränität die obersten Grundprinzipien sind, die mit besonderer Aufmerksamkeit verteidigt werden müssen und stabile Entwicklung unseres Landes prägen sollen. Wir sind dem deutschen Volk und dem deutschen Staat für die wertvolle Unterstützung ganz besonders dankbar. Angesichts dieser Erfahrung ist es kein Zufall, dass Berlin die erste europäische Hauptstadt nach Brüssel ist, die als Ministerpräsident Georgiens besuchen. Georgien und Deutschland verbindet enge Freundschaft und zuverlässige Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten beruhen. Den politischen Dialog mit Deutschland sowie der weiteren Stärkung unserer bilateralen Beziehungen messen einen äußerst hohen Wert bei. Deutschland spielt eine besondere Rolle bei der Umsetzung der wichtigsten außenpolitischen Ziele unseres Landes. Während des Treffens dankte ich Herrn Bundeskanzler für die politische und praktische Unterstützung unseres Landes im historischen Moment auf unserem Weg zur EU-Integration, der sich im Dezember des vergangenen Jahres in der Verleihung unserem Land des Status eines EU-Beitrittskandidaten manifestierte. Ich habe Herrn Bundeskanzler das feste Bekenntnis der georgischen Regierung zur europäischen Wahl unseres Landes bestätigt. Georgien gehört zu Europa. Es ist unser Ziel, in einer mittelfristigen Perspektive ein Mitglied der Europäischen Union zu werden, die die freiheitlichen Völker, wie Sie, Herr Bundeskanzler, vor 2 Jahren ganz schön gesagt haben, von Lissabon bis Tiflis verbindet. Im Rahmen des Assoziierungsabkommens und unter Berücksichtigung der von der Europäischen Kommission festgelegten 9 Schritte setzen wir den Reformprozess konsequent fort. Unser nächstes Ziel ist die Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen und wir hoffen, dass die von Georgien durchgeführten Reformen eine entsprechende Bewertung erhalten. Heute haben wir auch die Sicherheitslandschaft im Südkaukasus besprochen. Angesichts der aktuellen Lage gewinnt die feste Unterstützung Deutschlands der Souveränität und territorialen Integrität Georgiens noch mehr an Gewicht, wofür ich Herrn Bundeskanzler herzlich gedankt habe. Ich möchte noch einmal betonen, dass Georgien ein zuverlässiger Verbündeter und Partner der EU in unserer geopolitisch schwierigen Region ist. Georgien leistet einen wichtigen Beitrag zum Prozess der Sicherstellung von Frieden und Stabilität im Südkaukasus, was im gemeinsamen Interesse unserer Länder liegt. Selbstverständlich haben wir ebenso auch die Vertiefungsperspektiven der bilateralen Beziehungen besprochen. Wir haben mit Zufriedenheit festgestellt, dass im Laufe der Jahre zwischen unseren Ländern sich eine enge und mehrdimensionale Zusammenarbeit entwickelt hat, die fast alle Bereiche umfasst. Besonderes Augenmerk wurde auf einzelne Sektoren gelegt, nämlich auf die jüngsten Fortschritte im Bereich der Sicherheit und Verteidigung, Strafverfolgung, Kultur, Bildung und Wissenschaft. Wir haben auch über enge wirtschaftliche Beziehungen Georgiens zu Deutschland gesprochen. Das ist traditionell einer der führenden Handels- und Wirtschaftspartner unseres Landes ist. In Georgien operieren erfolgreich mehrere deutsche Unternehmen. Es ist wichtig für uns, gemeinsame Schritte und Wege zu erörtern, die uns helfen werden, den deutschen Wirtschaftssektor mehr für das Investitions- und Transitpotenzial Georgiens zu sensibilisieren. Ich bin zuversichtlich, dass das Interesse gegenüber Georgien weiterhin zunehmen wird, wenn im Juni dieses Jahres die georgische Nationalmannschaft zum ersten Mal in seiner Unabhängigkeitsgeschichte hier in Deutschland an der Europameisterschaft teilnehmen wird. Ich wünsche unserer Nationalmannschaft, auch der deutschen Nationalmannschaft, viel Erfolg an der Europameisterschaft. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, nochmals vielen Dank für die Einladung und für die herzliche Gastfreundschaft. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und auch Sie gegenseitig zum Gegenbesuch in Georgien einzuladen.
Heute haben wir auch das Transparenzgesetz angesprochen und darüber möchte ich auch ein paar Wörter sagen. Das Gesetz über die Transparenz des ausländischen Einflusses ist in vollem Einklang mit allen Rechtsprinzipien und Grundrechten. Das habe ich beim Bundeskanzler auch behauptet. Ein solches Gesetz wurde vor kurzem auch von der Europäischen Kommission genehmigt. Die Öffentlichkeit hat keine Alternative in der demokratischen Grundordnung und in einem souveränen Rechtsstaat. Davon ich bin ganz tief überzeugt. Das Einzige, was der Gesetzentwurf vorsieht, ist die jährliche Offenlegung der Finanzen der Nichtregierungsorganisation. Bis heute hat niemand erklären können, warum dieser Mindeststandard an Transparenz der sogenannten Nichtregierungsorganisationen in Georgien nicht etabliert werden darf. Sobald ich zum Ministerpräsidenten Georgiens ernannt wurde, habe ich die Entscheidung getroffen, alle Rechtsakte, alle Entscheidungen der Regierung zu veröffentlichen. Das ist sehr wichtig für die Sicherung der Funktionsfähigkeit der georgischen Regierung für mich. Unter solchen Umständen haben wir ein volles Recht, einen Mindestgrad an Transparenz von den Nichtregierungsorganisationen zu fordern. Die Nichtregierungsorganisationen, die im Auftrag ihrer Geldgeber agieren, haben zum Ziel, einen Einfluss auf politische Entwicklungen in Georgien zu nehmen. Seit 2020 haben sie bereits zweimal versucht, die Regierung nicht durch die Parlamentswahl, sondern durch Straßenproteste zu ändern. Seit mehreren Jahren werden die radikalen und polarisierenden Organisationen vom Ausland finanziert. Auch die illegale Parteienfinanzierung durch die Nichtregierungsorganisationen ist eine regelmäßige Praxis. Wir können ganz gut verstehen, warum die jeweiligen Geldgeber und Organisationen die Angst vor der Offenlegung ihrer Finanzen haben. Wir sind tief davon überzeugt, dass die Öffentlichkeit eine primitive Rolle im Hinblick der Finanzierung von Radikalismus und Polarisierung in Georgien spielen kann. Der Prozess ist ganz offen. Wir sind offen für die Diskussionen über das Transparenzgesetz. Hans Kelsen hat einmal gemeint, dass eine funktionsfähige Demokratie wehrhaft sein soll. Das habe ich übrigens in Deutschland gelernt. Und ich bin tief davon überzeugt, dass das neue Transparenzgesetz einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der wehrhaften Demokratie in Georgien spielen kann. Vielen Dank nochmals herzlich für Ihre Einladung, für die Gastfreundschaft und wie gesagt, Sie sind ganz herzlich in Georgien eingeladen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank. Wir haben immer vier Fragen ausgemacht. Die erste Frage geht an Frau Kitewan-Kartawa von Eigenlinie. Gamarjoba, Telekompanie. Ich bin die Kitewan-Kartawa. Ich bin Kitewan-Kartawa. You can't hear me? Can you hear me? It's okay? It's okay? Yeah. Telekompania, είμαι την Κετέβαν Καρταβά, πατώνω κάνσλερο, τκουέν ήταν μακούς κοιτχά, τκουέν ισαουμπρέτ, καμπτυρό αλόμπις κανονζέτα, είμαι την κάμω τκουίτρομ, ამ ფორმით საქართველო არ მიიღებს ამ კანონს. ბატონმა პრემიერმა თქვა, რომ ევროკომისიასაც აქვს იგივე სახის ინიციატივა ინიცირებული, ვიცით რომ ევროპაშიც აქტუალურია ამ სფეროს რეგულაციები და ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს მიღებული იგივე ან მსგავსი. ჩვენთვის საინტერესოა ამ ფონზე რატომ არიან შეშფოთებული ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, შეგვიძლიათ რომ გვითხრათ ეს თუკი იგივე რეგულაციები ან მსგავსი ფორმით ამ სფეროს რეგულაციები მოქმედებს ევროპაში და შეერთებულ შტატებში. დიდი მადლობა. Die Europäische Union als solche hat keine solche Regelung. Es gibt eine Diskussion darüber, etwas zu machen, was in bestimmten Bereichen Transparenz herstellt. Aber das ist eine andere Regelung und auch ein anderes Konzept als das, was hier diskutiert wird und ist auch nicht beschlossen, wird es möglicherweise auch nicht. Es hat einmal eine Regelung in Ungarn gegeben, die der Europäische Gerichtshof kassiert hat. Sie
Vielen Dank. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur, Herr Ministerpräsident, Herr Bundeskanzler. Die Schweiz hat vor 2 Tagen angekündigt, für Mitte Juni zu einem Ukraine-Friedensgipfel einladen zu wollen. An Sie beide die Frage, was halten Sie von dieser Initiative und können Sie sich beide selbst vorstellen, auch daran teilzunehmen? Und Herr Bundeskanzler, an Sie eine Zusatzfrage dazu. Dieser Gipfel steht und fällt ja, also die Erfolgschancen stehen und fallen ja mit einer Teilnahme Chinas als wichtigstem Verbündeten Russlands. Sie reisen am Samstag nach China. Haben Sie sich für diese Reise das Ziel gesetzt, China davon zu überzeugen, an diesem Gipfel teilzunehmen? Und vielleicht können Sie auch noch sagen, mit welchen anderen Zielsetzungen Sie diese Reise antreten, gerade im wirtschaftlichen Bereich? Schönen Dank für die Frage. Zunächst mal ist es so, dass wir schon seit langem den Prozess unterstützt haben, über verschiedene Fragen der weiteren Entwicklung und einer friedlichen Entwicklung in der Ukraine internationale Gespräche zu organisieren. Es hat Zusammenkünfte gegeben in Kopenhagen, in Jeddah, in Valletta, in Davos. Und aus dem letzten Gespräch ist die Perspektive entstanden, zu einer größeren Konferenz zusammenzukommen. Wir haben diesen Prozess immer unterstützt und tun das auch mit den persönlichen Anforderungen, die damit verbunden sind. Und unser Ziel ist in der Tat, wie Sie das in Ihrer Frage auch untergebracht haben, das so zu organisieren und solche Dinge voranzubringen, die eine große Beteiligung aus der Welt mit beinhaltet, also zum Beispiel aus arabischen Ländern, aus Südafrika, aus Brasilien, auch China, das mehrfach an diesen Veranstaltungen sich mit seinen Vertretern beteiligt hat. Und darum geht es auch weiter, das ist ganz offensichtlich. Was die Frage betrifft der Reise nach China, da haben wir ein großes, weites Feld von geopolitischen Themen, die wir miteinander besprechen wollen. Und selbstverständlich geht es auch um die Frage, wie wir die wirtschaftliche Entwicklung zwischen unseren Ländern weiter organisieren. Für uns ist das eine bedeutende ökonomische Kooperation, die neben all der Kooperation mit unglaublich vielen anderen Ländern, die unsere Wirtschaft hat und die wir haben, steht. Und auch wenn wir uns noch weiter in alle Welt hinein mit unseren Investitionen und unseren Lieferbeziehungen bewegen, bleibt China ja ein wirklicher, wichtiger Wirtschaftspartner für Deutschland. Da haben wir auch Fragen, die etwas mit Level Playing viel zu tun haben, zum Beispiel zu besprechen mit dem Sichern von Rechten deutscher Unternehmen und so weiter und so fort. Also eine ganz große Palette. Georgien und Ukraine verbindet eine ganz enge Freundschaft, langjährige Freundschaft, das verbindet auch unsere Völker. Wir leisten eine starke Unterstützung für unsere Freunde in der Ukraine. Das ist eine sehr starke politische Unterstützung, aber auch im Hinblick der humanitären Unterstützung machen wir alles, was möglich von uns ist. Wir sind natürlich gerne bereit, alle Maßnahmen mit unseren Partnern zu diskutieren, die diese Unterstützung von unserer Seite weiter stärken kann. Die dritte Frage. გავარჯებათ მოგესალმებით საქართველოს პირველი არხის ალომე ქოქიაშვილი ბატონ კანცლერო ბატონ პრემიერო საქართველოს და გერმანიას აკავშირებთ ხანგრძლივი ძალიან მჭიდრო პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობები ძალიან მრავალი მიმართულებით გარდა ამისა თქვენ დღესაც გაუჩნდათ ამას ხაზი რომ გერმანია არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ძალიან მტკიცე მხარდამჭერი მინდა გავხსენოთ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ თქვენ ბერლინში ერთ-ერთი გამოსვლისას თქვით რომ თავისუფალი ევროპელი ხალხის ხმა უნდა ისმოდეს ლისაბონიდან თბილისამდე რომ ევროპა არის ჩვენი საერთო მომავალი და რომ ამ მომავლისთვის არის გაბედული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. როდესაც ახლა საქართველოს უკვე აქვს კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ ველოდებით დამხსახურებაზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას შემდგომ ნაბიჯზე გადასვლისთვის, შემდგომ ეტაპზე გადასვლისთვის, თქვენ როგორ წარმოგიდგენია ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების სამომავლო განვითარება და როგორ იქნება თქვენი პოზიცია უკვე ნოემბერ-დეკემბერში? Deutschland war und ist ein Unterstützer der europäischen Perspektive Georgiens. Deshalb haben wir auch in den vielen Gesprächen vor der Entscheidung aus dem letzten Jahr sehr dafür geworben, dass dieser Kandidatenstatus jetzt erreicht wird. Und das ist gelungen.
Natürlich nicht, um sich darauf auszuruhen, sondern jetzt muss der ganze Katalog abgearbeitet werden, der auch ja benannt ist für die Aufnahme von konkreten Beitrittsverhandlungen. Und das gilt natürlich noch viel mehr für das gesamte rechtliche Regime, das mit Europa verbunden ist. Denn da gibt es Fragen, die sind einfach von wirtschaftlicher Natur, dass die rechtlichen Regeln dem europäischen Binnenmarkt und seinen Konzepten entsprechen. Da gibt es die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Auch dort muss eine Integration stattfinden und dass die den Maßstab folgt, den Europa hat, und natürlich gehört dazu auch das ganze Themenfeld von institutionellen Reformen, von Rechtsstaatlichkeit und alles, was zur Demokratie dazugehört. Und da sind wir gerne ein aktiver Partner, möglichst schnell, möglichst viele Fortschritte bei der Entwicklung auf Europa hin und bei der Umsetzung der damit verbundenen Anforderungen. Մալովամ շգեթխոսյուս գեդարտխալ կայումի արեպրան մոտխոզանդի յանից լեպիդան գերմանիս խարդաջար ասուլեպս կանսկութրբուլ ռոլս չյանի կաղնիս կանույթ արեպաշի դա չյան մատգլի էրիվարդ համ խարդաջարիստույս ռատքմոնդա չյանի Europol Integrazis Gesetz, Germanis Khardajeras, Aks Kansakutrebuli Mishloba, Tami Kidavertkhol Minda Khazgasmit, Maloba Gadaukhodo, Chens Germanel Megobrebs da Piradat, Baton Kanslers Misi Khardajeristvis, Am Gadatsqodelebis Migebis Dros, Chuen Vitsit, Rom Germanis Poziciam Sheasula, Tsaliam Mishlovanis, Mishlovanesi Roli, Ashesamsi, Gadatsqodelebis Pozitivrat, Chamoqalebebis Tvalsasresit, Chuen Gaqs Didi Imedi, Rom Gagzeldeba ყველა კუთხით მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოსა და გერმანიას შორის, როგორც ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის კუთხით, ასევე ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენ დღეს გვქონდა საუბარი ჩვენი თანამშრომლობის ყველა სფეროზე, პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე, ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე. ჩვენთვის აბსოლუტურად ყველა განზომილება ჩვენი თანამშრომლობის არის მნიშვნელოვანი და გვაქვს იმედი და დარწმუნებულიც ვართ, რომ მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. Andreas Rinke von Reuters. Herr Ministerpräsident, es ist jetzt ein bisschen überraschend, dass Sie das Transparenzgesetz so ganz anders darstellen als der Bundeskanzler, aber nicht nur als er, sondern auch als der EU-Botschafter in Georgien, der das gestern sehr hart kritisiert hat und gesagt hat, dass das eben nicht in Einklang mit den europäischen Werten stehe. Deswegen nochmal die Frage an Sie. Vielleicht können Sie nochmal sagen, wie Sie sich erklären, dass Sie zu einer ganz anderen Haltung kommen als offensichtlich die meisten EU-Partner und auch die EU, die ja dann ihren Fortschritt bewerten muss, und ob Sie nicht die Gefahr sehen, dass der EU-Beitrittsprozess vielleicht durch dieses Gesetz gefährdet wird. Und Herr Bundeskanzler, wenn Sie erlauben, es gibt sehr große Sorgen im Moment, dass Iran Israel angreifen könnte. Teilen Sie diese Sorge? Wie besorgt sind Sie? Und werden Sie auf Ihre Reisen nach China, Peking auffordern, dort den Einfluss auf Iran geltend zu machen? Danke. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe bereits jetzt klar gesagt, dass das Transparenzgesetz im vollen Einklang mit den Rechtsprinzipien steht. Die Verhandlungen im Parlament, aber auch außerhalb des Parlaments sind sehr offen, und wir sind gerne bereit, diese Diskussionen auch weiter für unsere europäischen oder amerikanischen oder inländischen Partner zu öffnen. Unsere Positionen sind sehr stark. Es ist ein sehr kurzes Gesetz. Und das Einzige, was dieses Gesetz vorsieht, ist die jährliche Offenlegung der Finanzen der Nichtregierungsorganisationen. Niemand kann behaupten, dass die jährliche Offenlegung der Finanzen eine negative Rolle für die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Organisation spielen kann. Wenn ich was falsch sage, wie gesagt, wir sind ganz offen für die Diskussion. Aber ich kann nochmals behaupten, das Einzige, was das Gesetz, der Entwurf vorsieht, ist die jährliche Offenlegung der Finanzen der Nichtregierungsorganisationen und der jeweiligen Medienanstalten. Deswegen bin ich tief davon überzeugt, dass, wenn eine richtige Diskussion stattfindet, und das ist nicht der Fall im letzten Jahr gewesen, dann werden unsere Positionen in diesem Hinblick sehr stark sein. Wie gesagt, die Transparenz hat keine Alternative in einer demokratischen Ordnung. Wir nehmen das sehr ernst, was dort dann
Gefahren sich auftut im Hinblick auf mögliche Aktionen des Iran. Und selbstverständlich haben sowohl ich als auch die Außenministerin und die gesamte Regierung alles unternommen, genauso wie viele Partner, um die richtigen Hinweise auszusenden und klarzumachen, dass es hier nicht zu einer solchen zu irgendeiner militärischen Aktivität kommen darf. Wir reden in großer Breite und in alle Richtungen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Pressekonferenz ist an.